Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer iPhone 4, euren iPhone 3GS und euer iPod Touch 4G jailbreaken könnt. Das erste, was ihr machen müsst, ist in den Einstellungen allgemein Software aktualisieren checken, ob ihr auch iOS 6 habt. Wenn das passt, ladet auf euer PC Red Snow. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Die zweite Datei in der Beschreibung könnt ihr auch gleich runterladen und so speichern, dass ihr sie wiederfindet. Dann öffnet ihr Red Snow. Dann sieht das Ganze normalerweise so aus. Dann geht ihr auf Extras. Drückt auf den Knopf hier. Und wählt die Datei aus, die ich euch gerade gesagt habe. Drückt dann auf Öffnen. Okay. Und dann wieder auf Zurück. Jetzt müsst ihr das iPhone an den Computer anschließen und Jailbreak drücken. Das wird jetzt kurz laden, bis es das iPhone gefunden hat. So, dann müsst ihr ganz oben einen Haken setzen. Sonst habt ihr nachher kein Cydia drauf und das Ganze ist sinnlos. Dann drückt ihr auf Next. Jetzt müsst ihr euer Gerät ausschalten, sonst kann Cydia nicht fortfahren, denn das Gerät wird wieder nicht gefunden. Nun müsst ihr das Gerät in den DFU-Mode schalten. Das ist ganz einfach, aber man muss halt wissen, wie es geht. Jetzt drückt ihr halt erst das Next, dann drückt ihr 3 Sekunden den Power-Button, dann drückt ihr die angegebene Zeit, sind nochmal 10 Sekunden, den Home-Button und wieder die angegebene Zeit, drückt ihr den Home-Button weiter, aber lässt den Power-Button los. Alles immer so lang, wie es auf eurem Bildschirm steht, dann kann nichts schief gehen. Unten läuft immer ein Countdown mit. Da kann eigentlich nichts schief gehen. So, jetzt wird euer Gerät gejailbreakt. Das geht eine Weile. Denn die Daten müssen erstmal von dem Computer auf euer Handy gespielt werden. Dann muss das Ganze noch installiert werden und das dauert halt seine Zeit. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Ein Jailbreak ist übrigens nicht illegal. Auch wenn das viele glauben, bloß es gibt einige Anwendungen, die illegal sind und die ihr vermeiden sollte. Zum Beispiel solltet ihr euer iPhone oder euer Gerät nicht den SIM-Look entfernen, weil das ist illegal. Aber ganz normale Anwendungen, wie die, wo ich euch zeige, die sind legal. So, jetzt fährt euer Gerät ganz normal hoch und ihr merkt noch nichts vom Jailbreak. Ja, diese müssen wir jetzt nicht entsperren, okay. So, das ist jetzt das iPhone, ganz normal. Ihr seht keine Änderung, ihr habt noch kein Cydia drauf. Wie ihr das drauf kriegt, das zeige ich euch jetzt, das ist gar nicht schwer. Als erstes Mal müsst ihr wieder auf euren PC. Ihr geht wieder ganz zurück zum Anfang, wo ihr am Anfang waren, und drückt auf die Extras. Schließt das iPhone wieder an den Computer an, falls es abgeschlossen hat, und drückt Just Boot. Unten auf Next und wieder in den DFU-Mode. Das gleiche Spiel wie vorhin. So, jetzt wird Cydia auf das Gerät gespielt. Das geht wieder einen kleinen Moment, allerdings nicht so lang wie vorhin. Und jetzt fährt das Gerät nochmal gleich hoch. Genau, jetzt seht ihr die Ananas anstatt den Apple. So, jetzt sollte euer Gerät wieder da sein und ihr könnt Cydia ganz normal nutzen. Cydia ist eigentlich das gleiche wie der App Store, bloß da könnt ihr Sachen machen, die es eben im App Store nicht gibt, wie zum Beispiel Siri. Dazu habe ich schon ein Video hochgeladen. Und noch viele andere. So, jetzt müssen wir noch kurz auf Cydia gehen und das Ganze aktivieren. Hier könnt ihr noch kurz auswählen, ob ihr Benutzer, Entwickler oder Hacker seid. Ich gehe mal davon aus, ihr seid alle Benutzer. Deswegen wählen wir einfach aus Benutzer. Drückt auf Fertig und ihr könnt Cydia nutzen. Viel Spaß mit eurem gejailbreakten iDevice. Ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.